Cheerio, meine Freunde, willkommen zu Coles kleiner Geschichte. Also anscheinend gehen wir jetzt mit Cole los, um zu sehen, was die Verzauberung blockiert. Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Ich wollte nämlich eigentlich unsere Gruppe neu gestalten. Sprich, ich wollte wieder unsere alte Gruppe formieren, aber wir werden jetzt woanders reingeschmissen. Das ist ja auch mal was, ne? Toll, yeah. Werde auf jeden Fall, nach dieser Folge werde ich auf jeden Fall unsere alte Gruppe wieder aufmotzen. Da haben wir dann Varric, den Schlüpferkocher, ne? Der Sprücheklopfer, dann haben wir Dorian, auch nochmal genauso schlimm wie Varric, und dann haben wir das Liebespaar, der Inquisitor und Cassandra. Hat doch was. Eigentlich wollte ich ja andere Dinge machen. Ich wollte den Drachen eigentlich erschlagen, aber soll nicht sein. Ich muss mal gucken, welche Folge das hier überhaupt ist, damit ich so ein bisschen planen kann. Vielleicht schaffen wir es auch direkt auf Folge 100, dass wir den Drachen da angreifen. Mal gucken. Kann aber nicht versprechen, dass Folge 100 irgendwas Spezielles wird. Da ich selbst nicht den Überblick habe, welche Folge ich jetzt wo gerade habe. So. Ich würde mal sagen, du lädst jetzt mal dann fertig. Das letzte Folge schon angefangen, Kollege. Und weiter geht's. Mit einem schwarzen Bildschirm. Also soweit ich das jetzt gerade an dem Hintergrund gesehen habe, sind wir in den Hinterlanden. Und da soll jetzt das sein, was Coles Verzauberung blockiert. Also das... Er sicher ist vor der Beschwörung, beziehungsweise der Bindung. Bap, 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 bap. Ich hörte mal schon Musik. Das hätte mal schon ein gutes Sand sein. Ah, da. Okay. Ja, das sollte für diesen Monat reichen. Gib mir einen Moment. Seid gegrüßt. Kann ich euch vielleicht helfen? Ihr habt mich getötet. Was? Ich weiß nicht mal, wer ihr seid. Ihr habt vergessen. Ihr habt mich in den Kerker des Weißen Turms gesperrt und vergessen. Und ich bin in der Dunkelheit gestorben. Der Weiße Turm? Hört auf, Cole. Ganz ruhig, Kleiner. Er hat mich getötet. Er hat mich getötet. Deshalb funktioniert es nicht. Er hat mich getötet und ich muss ihn auch töten. Wenn er euch getötet hat, müsstet ihr dann nicht tot sein? Dieser Mann kann euch nicht getötet haben, Cole. Ihr seid ein Geist. Und ihr habt noch nicht einmal von einem Körperbesitz ergriffen. Ein blutiger, kauernder Körper, keuchend, kalt in der steinernen Zelle. Eisige Eingeweide in der feuchten Finsternis. Ein gefangener Abtrünniger. Sie steckten ihn in den Kerker des Weißen Turms in Val Royeaux. Sie vergaßen ihn. Er verhungerte. Ich kam hindurch, um ihm zu helfen. Und konnte es nicht. So wurde ich er. Cole. Wenn Cole ein Abtrünniger war, muss der Kerl, den wir gerade getroffen haben, ein Templer sein. Er hat vermutlich Lyrium gekauft. Lasst mich ihn töten. Ich muss... Ich muss... Aber... Ja, wie ein Geist werden. Das Amulett sollte wie vorgesehen funktionieren. Also man könnte nicht wohl sein. Solas, wir dürfen nicht zulassen, dass Cole diesen Mann tötet. Ich bezweifle, dass irgendjemand das vorschlagen wollte, Moorkopf. Cole ist ein Geist. Der Tod des echten Cole hat ihn krank gemacht und gegen seine Bestimmung verkehrt. Um diesen Teil seiner selbst zurückzuerhalten, muss er ihm verzeihen. Ach, kommt schon. Man verzeiht doch nicht einfach jemandem, der einen getötet hat. Ihr vielleicht nicht. Ein Geist schon.
Beric? Der Kleine ist wütend. Er muss es verarbeiten. Ein Geist verarbeitet keine Gefühle. Er verkörpert sie. Aber er ist kein Geist, richtig? Er hat sich selbst menschlich gemacht und Menschen verändern sich. Sie werden verletzt und sie heilen wieder. Er muss es wie ein Mensch überwinden. Ihr würdet das Wesen dessen verändern, was er ist? Das hat er schon selbst gemacht, als er das Nichts verlassen hat. Ich helfe ihm nur, es zu überleben. Bevor ich irgendetwas entscheide, muss ich erst genauer wissen, was geschehen ist. Der echte Cole war anscheinend ein Abtrünniger, der von Templern gefangen genommen und in den Zirkel gebracht wurde. Und Templer sind nicht unbedingt für ihr sanftmütiges Wesen bekannt. Als der junge Mann in einem Kerker verhungerte, erregte sein Leid die Aufmerksamkeit eines Geistes. Vermutlich eines Geistes des Mitgefühls. Des Mitgefühls? Ein seltener Geist, gewiss. Und allzu zerbrechlich, wenn sich seine Bemühungen, anderen zu helfen, als fruchtlos erweisen. Was machen wir jetzt? Lassen wir ihn töten, damit er mehr wie Mensch wird, oder? Nein. Nein. Cole muss das alles hinter sich lassen. Ich denke, dabei kann ich ihm helfen. Begleitet mich, Cole. Es ist nicht möglich. Nicht möglich. Fühlt ihr den Schmerz dieses Mannes, Cole? Er erinnert sich wieder. Er weiß, dass er mich getötet hat. Nein, fühlt seinen Schmerz, seine Schuld, die Scham, die ihn von den Templern fortgetrieben hat. Keine Sorge, wir werden die Unterlagen über ihn vernichten. Sie klopfen mir auf die Schulter. Es riecht nach geöltem Metall und Blut. Sie lächeln genau wie Louis, als er mich dazu brachte, die Kätzchen zu ertränken. Lachen prallt von den Wänden ab. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Er leidet, Cole. Und ihr seid ein Geist des Mitgefühls. Vergesst. Ich glaube, wir sind hier fertig. Das wäre wahrscheinlich ein Geist der Rache geworden. Alles in Ordnung, Kleiner? Ja. Er ist frei. Wir beide sind frei. Ja. Also schon wieder. Das war mal interessant. Also die Sache wäre gewesen, wenn wir ihm gesagt haben, er soll den Mann töten, wäre er vielleicht menschlicher geworden. Ja, aber ein Geist, der zu sehr vermenschlicht. Ich meine, Geister haben noch wesentlich andere Möglichkeiten und Fähigkeiten als Menschen. Naja, und außerdem gehe ich mal ganz offen davon aus, dass er dann kein Geist des Mitgefühls mehr gewiss, sondern Geist des der Rache geworden wäre und wahrscheinlich ja, blutrünstig, böse. Deswegen lieber verzeihen. Der Mann scheint sowieso das auch zu bereuen und hat anscheinend nicht umsonst die Templer verlassen. Ich meine, er hat sich gerade hingekniet. Scheint zu funktionieren. Cole sollte nun hinreichend geschützt sein. Habt ihr seitdem schon mal mit ihm geredet? Ist euch aufgefallen, wie er sich anhört? Er hört sich an wie ein Geist. Sinnlose Worte wie am Ende bei Bartrand. Ich will nur das Lied noch einmal hören. Nur für eine Minute. Es geht mir gut, Varric. Wichtig ist nur, dass er glücklich ist. Wie fühlt ihr euch, Cole? Es geht mir gut. Es gibt noch Arbeit, Schmerzen zu stillen, Leid zu lindern. Aber die Last ist fort. Die alten Ketten sind abgefallen. Das ist schön. Ihr seid nicht mehr wütend auf den Mann, der euch das angetan hat? Nein. Ich half ihm zu vergessen. Sein Schmerz zerrt nicht länger an mir. Eine Frau mit zwei Namen steckt einer linken Hand in der Dunkelheit ein Messer zu. Honig, der in Lilianas Wein gerührt wird. Glaube, nicht Rache. Mit
Er hätte ein echter Mensch sein können. Womöglich. Aber hätte ihn das glücklicher gemacht, Kind des Steins? Ah, gut. Das war interessant. Solus ist verschwunden? Oder sehe ich ihn jetzt gerade nicht? Bam, so. Falls ihr Fragen habt, bin ich euer Zwerg. Man sieht sich. So, was haben wir mit Cole gesprochen? Blackwall hat nichts für uns. Vivian genauso wenig. Der eiserne Bulle hat noch eine Mission mit uns vor. Ich glaube, machen wir mal die Mission mit dem eisernen Bullen jetzt. Wir könnten ja auch nochmal mit Cole reden, ne? Wir auch erstmal mit Cole eine Runde reden. Bist du froh, dass der Champion mit den Wächtern gegangen ist? Im Korb-Robot gab es auch Wächter. Ne? Ich kann mit euch sprechen. Wollen wir irgendwo hingehen? Wird? Würde es euch gefallen, mal hier rauszukommen? Und vielleicht irgendetwas Lustiges zu machen? Ich weiß es nicht. Ich habe es nie versucht. Na komm schon. Was? Habe ich was verpasst? Ach, schon wieder. Man darf keine Nebenmission mit Cole machen. Man landet die ganze Zeit im Ladebildschirm. Das hätte ich jetzt von Sarah erwartet, aber nicht vom Inquisitor. Hätt? Also wir sind jetzt im Val Royo. Was sollst du denn im Val Royo denn machen? Was Lustiges. Och, bitte lad jetzt nicht wieder so ewig. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen. So, mal gucken, was jetzt kommt. Ich habe da nur das Sternchen gesagt, irgendwas Besonderes. Ich wusste ja nicht, dass wir jetzt schon wieder auf Tour gehen. Inquisitor, ihr ehrt uns mit eurer Anwesenheit. Werdet ihr allein speisen, euer Gnaden, oder dürfen wir noch weitere Gäste erwarten? Es könnte sein, dass noch ein Freund dazukommt. Natürlich, euer Gnaden. Hier entlang, bitte. Was? Ich wünsche wohl zu speisen, euer Gnaden. Ihr könnt es ihr sagen. Sie wird lachen und es dann tun, weil sie euch liebt. Sie will euch glücklich machen. Was? Möchtet ihr mich vielleicht an irgendetwas teilhaben lassen? Er will, dass seine Frau seine Hände an die Bettpfosten bindet. Mit kleinen Seidenbändern. Er befürchtet, sie wird ihn dafür hassen. Oh Gott! Sie hat das nur gesagt, weil sie neidisch auf eure Schuhe war. Erinnert euch an seine Hand auf eurer Hüfte, als die Musik schneller wurde. Was machst du? So viele kleine Verletzungen, selbst hier, weit entfernt von Schwertern und Schlachten. Mhm. Früher hätte ich sie nicht gehört. Jetzt kann ich es, dank euch. Ihr helft ihnen also mit ein paar geflüsterten Worten? Mit den richtigen Worten und dem, was ich bin. Ein klein wenig von mir macht die Fröhlichkeit stärker, sodass der Schmerz verblasst. Aber ich stehle ihnen den Schmerz nicht. Der Albtraumdämon in Adamant hat das gemacht. Er hat ihnen etwas genommen, um selbst wachsen zu können. Ich helfe ihnen zu heilen. Sie müssen niemals erfahren, dass ich hier war. Ihr habt mich besser gemacht. Das warst du selber. Es war mir ein Vergnügen. Erinnert euch an den alten Maurice. Zu stolz, um zu vergeben mit knorrigen Händen, die die Lehne eines leeren Stuhls umklammern, geht einen anderen Weg. Da war jemand. Früher. Er war mein Freund. Aber er wusste nicht, was ich war. Als er es herausfand, veränderte er sich. Ich verlor ihn. Ihr habt es herausgefunden, euch aber nicht verändert. Ihr habt mich nicht verändert. Ihr liest mich dies sein, liest mich mehr sein. Danke, dass ihr mir geholfen habt, es wiederzufinden. Dass ihr an mich geglaubt habt. Ihr wisst nicht, welche Bedeutung das hat.
Ich habe so eine Ahnung und ich habe es gern getan. Ihr müsst es nicht tun. Früher war es eine Hilfe, doch jetzt nicht mehr. Lasst es hinter euch. Ihr wart verängstigt und habt versucht, ihnen zu zeigen, dass ihr stark seid. Sucht ihn auf. Sagt ihnen, dass es euch leid tut. Die Frau in dem roten Kleid denkt, ihr würdet nackt gut aussehen. Sie will, dass ihr jemand Komplimente über ihren Hut macht. Sie werden es nie wissen. Aber ich weiß es. Dank euch. Was? Und dann diese... Es ist schon authentisch, muss ich schon sagen. Besonders jetzt mit dem Händchen an den Seidenpfosten, an den Pfosten festbinden und auch das mit dem Spruch da zum Schluss. Menschen denken, ja, ich sag nichts weiter. Ihr jagt den Mörder, doch er ist derjenige, der sie getötet hat. Er kann sich nicht erinnern. Der wird. Gut, auf bald. Wir unterhalten uns später. Ja. Ja. Ob wir jetzt eine neue Karte mit ihm haben? Das wäre interessant. So, wir gehen jetzt zum Bullen. Zum Bullen. Da ist er. Hey, Kumpel. Schön, euch zu sehen, Boss. Nachforschen, erzählt mir von Seheron. Könnt ihr mir mehr über Seheron erzählen? Es war ein verdammt übel... Was wollt ihr wissen? Was könnt... Einmal war ich auf... Zu hören, wie irgendein... Ich möchte gerne die Mission machen. Wie mache ich das denn jetzt? Ich habe nichts mit ihnen gemein. Nein, ich wollte mich nicht verabschieden. Wie geht es euch? In den Städten war es, dass man versucht, ein... Plötzlich haben seine Gehilfen... Wie mache ich das denn? Verdammt sind die gut. Sind das nützlich? Was wollt ihr wissen? Ich dachte... Wir haben... Er hat uns natürlich angegriffen. Mehr... Ihr Pay. Die Jungs brauchen jemanden, bei dem sie sich ausholen können, wenn ich mal wieder zu hart zu ihnen war. Darf ich... Ich kann mich hervor... Cram ist ein gut... Es war nett... Was muss ich denn jetzt machen? Oder muss ich das auf dem Kartentisch machen? Mal kurz gucken. Tagebuch. Innerer Kreis. Anforderung des Kuhn. Reise mit Bullen zur Sturmküste. Ah, okay. Gut, wir reisen mit Bullen zur Sturmküste. Hier hinten. Reisen. Sarah. Ja, Coles Karte hat sich verändert. Er ist jetzt geistermäßig. Soul ist immer noch nicht, Vivian auch noch nicht, Blackwall auch nicht. Das sind die nächsten drei, die uns noch... Bulle auch nicht. So. Wie gesagt, ich mach nach der Folge, stelle ich unsere alte Gruppe wieder her. Oh, gucken, wie das mit Blackwall. Aber ich denke mal, manche wird wahrscheinlich auch erst weitergehen, sobald wir auch in der Story weitergeschritten sind. Also Blackwall zum Beispiel oder Solis oder Vivian. Ich meine, Vivian hat ja auch viel mit der Kaiserin zu tun, ne? Ba-ba-ba-ba. Jetzt bin ich gespannt, was auf uns zukommt. Das ist jetzt eine Mission mit den Bullen. So, gucken wir mal. Gucken wir mal, was passiert. Ja, hast du jetzt was? Ja, es ist heute eine Folge voller Ladebildschirme. Wir haben beim Ladebildschirm gestartet und vielleicht enden wir später auch beim Ladebildschirm. Mal gucken, ne? So. Kommt jetzt noch was? Also schön. Unser Konari-Kontakt müsste hier irgendwo sein. Mhm. Da ist er. Schön, euch wiederzusehen, Hisrad. Gott! Als ich zuletzt von euch hörte, wart ihr noch in Seheron.
Sie haben irgendwann beschlossen, dass ich inzwischen ruhig genug bin, um wieder auf die Welt losgelassen zu werden. Boss, das ist Gut. Wir haben in Saharan zusammengearbeitet. Es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen, Inquisitor. Hiss-Rat schreibt in seinen Berichten, dass ihr gute Arbeit leistet. Der eiserne Bulle heißt Hiss-Rat? Unter dem Kuhn führen wir Titel, keine Namen. Mein Titel war Hiss-Rat, weil ich mit geheimen Aufgaben betraut war. Übersetzt heißt es so viel wie Hüter der Illusionen oder... Lügner. Die Übersetzung ist Lügner. So deutlich müsst ihr das auch nicht sagen. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Hoffentlich hilft das beiden Völkern. Tevinter ist auch ohne den Einfluss dieses Venatori-Kultes schon gefährlich genug. Wenn ihnen diese neue Form des Lyriums hilft, die Macht über Tevinter an sich zu reißen, könnte der Krieg mit Kunandar noch schlimmer werden. Mit diesem Zeug könnten die Winds ihre Sklaven in eine Armee magischer Mutanten verwandeln. Wir könnten Saharan verlieren und erleben, wie eine riesige Armee aus Tevinter hierher marschiert. Das sehen die Benasrat genauso. Darum sind wir hier. Unser Schlachtschiff ist außer Sicht und Reichweite irgendwelcher Venatori-Magier an der Küste. Wir schalten also erst die Venatori aus und geben dann dem Schlachtschiff ein Signal, damit es das Schmugglerschiff versenken kann. Was denkt ihr, Bulle? Schwer zu sagen. Ist ziemlich undankbar, den Angriff eines Schlachtschiffes zu sichern. Dabei kann eine Menge Scheiße passieren. Wenn eure Späher die Anzahl der Feinde unterschätzen, sind wir tot. Können wir die Venatori-Magier nicht kaltstellen, verlieren wir das Schiff. Das Ganze ist riskant. Riskanter als zuzulassen, dass rotes Lyrium Minrathus erreicht? Auf dem Schiff könnten ebenfalls Venatori-Magier sein, wenn das Schlachtschiff nicht mit ihnen fertig wird. Ich bezweifle, dass auf dem Schiff mehr als 2 oder 3 Magier sind. Und die sind spätestens nach dem 3. Schuss tot. Ein 30 Venatori, die das Schiff aus einer sicheren Deckung an Land angreifen, könnte allerdings ernsthaften Schaden verursachen. Wenn es für das Schlachtschiff in der Nähe der Küste zu gefährlich ist, warum greift ihr die Schmuggler dann nicht auf offener See an? Weil jedes vernünftige Schmugglerschiff einem Schlachtschiff auf offener See mühelos entkommt. Deshalb müssen wir sie in der Nähe der Küste erwischen. Mit der Hauptstreitmacht der Inquisition hätte ich die Venatori wegfegen können. Warum haben wir sie nicht benutzt? Weil die Venatori euch gesehen hätten und geflohen wären. Dann hätten sie später eine neue Lieferung arrangiert, von der unsere Spione vielleicht nie erfahren hätten. Die Sache ist riskant, ja. Aber das ist unsere beste Chance, dem Lyriumschmuggel dauerhaft einen Riegel vorzuschieben. Also schön, halten wir unseren Teil der Abmachung ein. Meine Spione haben 2 mögliche Standorte ausgemacht, von denen aus die Venatori die Küste überwachen könnten. Hier und hier. Wir müssen uns trennen und beide Positionen gleichzeitig angreifen. Ich komme mit euch, Boss. Krem kann die Sturmbullen anführen. Ich erkläre ihm alles. Kommt zu mir, wenn ihr marschbereit seid. Okay. Sobald sie erledigt sind, gibst du dem Schlachtschiff das Signal, dass es sich gefahrlos nähern kann. Geht klar, Häuptling. Denkt daran, ihr müsst sofort voll drauf gehen. Aber lasst euch nicht auf einen Fernkampf ein. Die haben Magier. Kein Problem, wir haben unsere eigene Magierin. Ich bin keine Magierin. Erledigt ihren Verzauberer im Nahkampf, bevor er das Schlachtfeld übernimmt. Er wird tot sein, bevor er es merkt. Aber seid vorsichtig, ja? Die Winds sind verdammt scharf auf dieses rote Lyrium. Ja, ich weiß. Danke, Mama. Kunari haben keine Mütter. Schon vergessen? Wir kommen schon klar, Häuptling. Also gut, Sturmbull. Hörner hoch! Hörner hoch! Von mir aus kann's losgehen, Boss. Ich bin bereit zum Aufbruch, Bulle. Alles klar. Sturmbullen! Macht kurzen Prozess mit ihnen. Wenn das hier vorbei ist, gehen die Getränke auf mich. Klingt gut, Häuptling. Los jetzt, Sturmbullen! Bewegt euch!
Gut. Cat kommt mit uns, oder? Ihr habt euren Sturmbullen das einfachere Ziel gegeben. Findet ihr? Tiefer gelegen und weiter von dem Schmugglerschiff entfernt? Mit heftiger Gegenwehr ist dort wohl kaum zu rechnen. Tja, dann übernehmen wir wohl mal wieder die Hauptarbeit. Wie in alten Zeiten. Da war gerade eine Alpha-Wand, ich kam da nicht lang. Gut, gut. Ich hatte jetzt Angst gehabt, dass Bulle wirklich mit einer Zweihandwaffe rumläuft. Seid vorsichtig. Laut meiner Kundschafter müssen wir vor dem Hauptlager mit Gegenwehr rechnen. Wir haben das schon ein paar Mal gemacht, Gatt. Ihr lebt nun schon seit Jahren außerhalb des Kuhn, eiserner Bulle. Ich wollte nur sicher gehen, dass eure Reflexe nicht genauso verweichlicht sind wie der Rest von euch. Autsch! Kleine Elf sind die. Ich wollte gerade sagen, was waren die denn so? So. Ihr genießt es doch sicher, eurer Macht freien Lauf zu lassen, Magierin, nun da die Zirkel gefallen sind. Im Gegenteil, Magier sind gefährlich und ob ihrer Macht gefürchtet. Die Zirkel haben uns beschützt. Ihr klingt beinahe vernünftig. Na dann, los geht's hier. Einer weniger! Und da haben wir Venatori-Magier. Komm her, ja. Sehr schön. Schrecken, ein netter Helm. Oh, cool. Moment. Der sieht doch gut aus. Moment. 29. Ja, das kann nur der Bulle tragen. Also so. Sehr so. Warte, dann geben wir mal das Signal. Wir haben es geschafft, Guts. Gut, ich gebe jetzt das Signal. Die Sturmbullen sind auch soweit. Seht ihr sie da unten? Ich wusste, ihr gebt ihnen die leichtere Aufgabe. Da ist das Schlachtschiff. Ach, das weckt alte Erinnerungen. Boom. Nicht übel. Mist. Oh. Wenn ihr sie jetzt warnt, haben sie genug Zeit, sich zurückzuziehen. Ja. Eure Männer müssen diese Position halten, Bulle. Wenn sie das tun, sterben sie. Und wenn sie es nicht tun, erobern sie die Venatori zurück und das Schlachtschiff ist verloren. Ihr werft dadurch eine Allianz der Inquisition mit den Kunari weg. Ihr erklärt euch selbst zum Tal the Shoth. Durch eure Nähe zur Inquisition halten euch viele Ben Asrad schon für einen Verräter. Ich trat für euch ein, Hisrad. Ich sagte ihnen, ihr werdet nie ein Tal the Shoth. Sie sind meine Jungs. Ich weiß. Aber ihr müsst tun, was richtig ist, Hisrad. Für diese Allianz und für das Kuhn. Nein. Vergiss es. Also, es ist zwar hart, wir verlieren dadurch einen Verdünneten, aber... Nee, sorry. Blast zum Rückzug! Nein! Sie ziehen sich zurück. All die Jahre, Hisrad. Und ihr werft alles weg, was ihr seid. Wofür? Für das? Für sie? Sein Name ist Eiserner Bulle. Ja, mag sein. Und sie vernichten jetzt das. Sie kommen nie im Leben aus der Reichweite. Gleich ist es vorbei. Bulle, wenn das Schlachtschiff sinkt. Sinkt? Kunari-Schlachtschiffe sinken nicht. Ah, kommt schon. Gehen wir zu meinen Jungs zurück.
Hätten wir die Sturmbullen sterben lassen, das wäre zu hart gewesen. Das konnte ich nicht. Außer sind die Sturmbullen Teil von uns. Wir können nicht unsere Männer verraten, unsere Freunde. Klar, es war schlecht gelaufen und die Kunari werden uns jetzt meiden und auch als Feinde sehen vielleicht oder so. Aber nee, sorry. Und das konnte ich Bulle auch nicht antun. Der wäre den Netz vergessen können. Der wäre innerlich tot gewesen. Das kannst du nicht machen, das kannst du nicht bringen. Das ist das gleiche wie bei Cole gerade. Da müssen wir doch mal ein bisschen menschlicher sein. Elfischer nicht. Elfen hätten ja eher anders gehandelt. Glaub ich. So, dann reden wir mal mit Bullo und schauen, was so mit ihm los ist. Hoffe, es ist alles okay. Hey, Boss. Inquisitor, es ist meine Pflicht, euch mitzuteilen, dass es keine Allianz unserer Völker geben wird. Überdies werdet ihr keine Berichte der Bene Gesserit von eurem Tal Vashoth-Gefährten mehr erhalten. Habt ihr Befehl, mich zu töten, Guts? Nein. Die Bene Gesserit haben schon einen guten Mann verloren. Sie würden nur ungern einen zweiten verlieren. So viel dazu. Ich wollte euch nie gegen euer eigenes Volk aufbringen, Bulle. Ich war es, der ins Zorn gestoßen hat. Auf meinen Befehl. Boss, ich muss das alles erst verarbeiten, ja? Und zwar alleine. Du kommst spät. Tut mir leid, Häuptling. Mir sitzt noch der Kampf mit diesen Winds in den Knochen. Schön, euch zu sehen, Inquisitor. Dieser Kampf gegen die Venatori war etwas brenzlig. Wir wussten, dass ihr und der Häuptling uns den Rücken freihaltet, euer Gnaden. Der Häuptling hat den Sturmbullen heute Abend sogar ein fast jacindisches Sackmet spendiert. Verdammt, Cram! Das musst du dem Inquisitor wirklich nicht auf die Nase binden. Tut mir leid, Häuptling. Ach, vergiss es. Ist schon gut. Man sieht es. Natürlich wird es noch gleich mal gucken, wie denn die Karte, wie sich denn die Karte verändert hat. Wollen wir mit dem Bull nochmal reden? Okay. Ja, okay, wir überziehen ein bisschen, aber ist egal. Ihr wolltet mich sehen? Ja! Was? Bulle! Schon gut! Ebosti Sala Tel Vashoth. Ja, meine Seele ist Staub. Deine ist allerdings überall auf dem Boden verteilt, also. Tut mir leid, Boss. Ich dachte, ich brauche vielleicht Verstärkung. Aber ich schätze, ich bin es nicht mal wert, dass man mir fähige Leute auf den Hals setzt. Ihr wusstet, dass diese Meuchelmörder kommen würden? Eine kleine Veränderung im Wachwechsel hat mich darauf gebracht. Warum habt ihr mir das nicht früher erzählt? Habt ihr etwa Jahre der Ausbildung bei dem Bene Gesserit hinter euch, um euren Gesichtsausdruck zu kontrollieren? Wenn, dann ist es mir entgangen. Seht ihr? Das meine ich. Hätte ich euch oder die Wachen informiert, wären die Attentäter vorgewarnt gewesen. Geht es euch gut? Alles bestens. Da habe ich mich schon im Bett schwerer verletzt. Was, wenn die Klinge vergiftet war? Oh, sie war auf jeden Fall vergiftet mit Sarkamek in flüssiger Form. Hätte ich nicht das Gegengift genommen, würde ich jetzt wahnsinnig werden und mir die Eingeweide aus dem Leib kotzen. So brennt es zwar wie verrückt, aber das ist doch alles. Ich hatte gehofft, die Bene Gesserit würden euch gehen lassen. Das haben sie. Zwei Kerle mit Klingen gegen mich?
Das ist kein Mordversuch. Das ist eine Formalität. Sie wollen einfach nur klarstellen, dass ich ein Tel Vashoth bin. Ein verschissener Tel Vashoth. Na, werdet ihr euch davon erholen? Das ist eine Stichwunde, Boss. Ich schätze, ich werde es überleben. Es geht mir gut. Danke. Ach, wie auch immer. Ich werde hier sauber machen und Rotschöpfchen darüber informieren, was passiert ist. Boss, egal was ich vermisse oder bereue, das hier ist der Ort, an dem ich sein will. Der eiserne Bulle steht an eurer Seite. Freunde. Alter, ist aber unschön, dass das Liliane auch nicht gemerkt hat. Ich meine, sie ist doch unsere Spionin, Spionagemeisterin. Hätte das nicht merken müssen? Dass hier irgendwelche Attentäter rumeiern? Hey, 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 hey. So. Hi. So. Ich beende die Folge gleich. Ich höre nochmal. Ich bin jetzt selbst neugierig, was jetzt mit dem Eisernen Bullen auf uns wartet beim Eisernen Bullen. Bulle. Wie geht es euch? Bis später, Bulle. Es war nett, mit euch zu reden. Boss. Okay, Weltkarte. Ich reise jetzt nirgendwo hin. Ich will jetzt einfach nur mal kurz. Oh. Das ist aber keine schöne Karte. Ein, ja, mit seiner Lanze, der andere Kunari umgebracht hat, aber hey. Wir haben jetzt ihn. Ist unser Freund. Nun, Leute, mit dieser doch verstörenden Karte beende ich die Folge für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielleicht auch dann schon bereits aus meiner neuen Wohnung. Mal sehen. Ciao.